bam 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 bam. Hallo und herzlich willkommen bei Hero Zero mit einem Infovideo bzw. einem Update-Video. Und zwar gab es eine Erneuerung der Version von Hero Zero. Es wurde wieder einiges getan und gemacht, damit man tatsächlich ja, neue Sachen entdecken kann bzw. neue Sachen machen kann. Es wurde unterteilt auf allgemein Heldenverstecke, Speed-Server und Wartungsarbeiten. So, fangen wir ganz oben an. Erstmal hier täglich einsacken. Und zwar allgemein. Ein neues Heldentum-Abenteuer ist verfügbar. Sehr ausführlich. Zu wissen. Wow. Welches kann ich euch nicht sagen, weil mangelnde Informationen sind immer gut oder so. Nein, also es wurde auf jeden Fall ein Heldentum wieder hinzugefügt. Man kann immer wieder mal gucken, was man hier so alles gemacht hat. Die Statistiken hast du nicht gesehen, wie weit man ist. Das kennt ihr ja sicherlich, die Heldentaten und sowas alles. Das nächste ist, reist in die goldene Wüste und verfolgt die Spuren eines mysteriösen Ungetüms. Das klingt schon mal sehr geil. Als nächstes, als Belohnung winkt unter anderem der finale Teil des Schalwerkzeugs, Sets des Reisenden. Aha. Die Abklingzeit für Videowerbung wurde auf 15 Minuten verringert. Die Nutzung des Fernsehers zur Verlängerung von Workout-Sessions bleibt weiterhin auf einmal pro Tag beschränkt. Also man konnte ja hier, konnte man hier das ja hier Dingens da nochmal verlängern. Wenn man gerade da drin ist. Bei mir sieht man das, glaube ich, nicht, weil ich hier dem nichts genehmigt habe. Es ist jetzt ein super Beispiel, weil ich das ja über einen Rechner, über Flashplayer, das nicht gestatte mit Werbung und so. HTML und sowas wäre eine andere Sache, aber ja. Jedes Mal muss ich alleine schon Flashplayer zulassen, damit der überhaupt hier irgendwas machen darf auf meinem Browser. Also, nee. Da lasse ich nicht noch mehr zu. Heldenversteck hat sich was getan, sehe ich gerade. Ab sofort ist ein neuer Raum im Heldenversteck verfügbar. Der Trophäenraum. Wollen wir doch mal gucken, ob wir tatsächlich uns den mal angucken können. Aber erstmal muss ich hier ganz durchklicken. So. Und nach unten. Hallo? Interessiert mich alles gerade nicht so wirklich, deswegen ich klicke das mal ganz schnell durch. So, wir haben nämlich Gott sei Dank hier einen Raum, den wir hinzufügen können. Der Trophäenraum braucht auch nur einen Bauplatz. Dauert fast 5 Stunden, bis er fertig ist, kostet aber nur 30 Zeronit. Und zwar erhöht Belohnung durch Duelle und Ligapunkte um einen... Ah, okay, sehr ausgefallen, das ist genauso wie die anderen Sachen. Und zwar, wenn ihr dann Duelle und sowas alles macht, bekommt man ja Belohnungen. So Münzen und sowas alles. Und das wird hier prozentual pro Stufe um 1% erhöht. Das heißt, wenn ihr auf Maximum seid, 25 Stufen gibt es dieses Gebäude. Wenn ihr die 25 habt, habt ihr dann 25% auf Belohnungen in Duelle und Ligakämpfe. Das ist jetzt speziell dafür. Klingt gar nicht mal so schlecht. Wenn man darauf abfährt, das alles zu machen. Immer. So. Der neue Raum wird freigeschaltet, sobald eure Versteckzentrale Stufe 12 erreicht hat. Das heißt, wenn ihr den nicht seht, müsst ihr erstmal eure Versteckzentrale, das ist ja euer Hauptgebäude, sage ich jetzt mal, auf Stufe 12 bringen. Es wird ein Bauplatz benötigt, um den Raum zu bauen und er kann bis zu Stufe 25 ausgebaut werden. Ja. Genau das, was ich gerade gesagt habe. Speed-Server.
Ach ja, am 29.07. startet der Speed-Server eine Sekunde nach Null. Internationaler Speed-Server. Also wer Interesse auf einen Speed-Server hat und Bock hat, wenn ihr euer Hero Zero startet, müsstet ihr eigentlich beim ersten Mal zumindest ab heute müsstet ihr eine Einladung, also könnt ihr euch vorregistrieren für diesen Speed-Server. Ansonsten googelt mal ein bisschen. Hero Zero Speed Server 29.07.2019. Und zwar messt euch 4 Wochen lang bis zum 26.08.2019 mit Helden aus der ganzen Welt und erreicht die Top-Platzierung in den Spieler- und Teamranglisten. Um euch exklusive Belohnungen für eure Helden auf dem Live-Server zu sichern. Auf den Speed-Server gelten leicht abgewandelte Regeln. Weitere Informationen folgen in Kürze. Vor dem Start wird es Möglichkeit geben, euch mit eurem Charakternamen auf dem Speed-Server vorzuregistrieren. Ja, was ich auch gerade sagte. Das heißt, wer da richtig absahen will, also da müsst ihr gefühlt schon 24 Stunden am Tag zocken, da sein, dass ihr immer Duelle und alles macht, allen drum und dran, also immer volle Power geben. Und wer dann die Top-Platzierungen hat und sowas alles, kann dann auch Belohnungen für eure Helden auf dem Live-Server sein, also auf den normalen Servern, könnt ihr euch Belohnungen absahen. Wartungsarbeiten. Es konnte vorkommen, dass der Teamchat nicht auf die unterste Zeile gescrollt wurde, nachdem das Menü gewechselt wurde. Ja, besonders auf dem Handy. Es konnte vorkommen, dass nach dem Schließen des Outfit-Dialogs die Gegenstände am Charakter nicht mehr angezeigt wurden. Dieses Problem wurde behoben. Ach, darüber steht zum Beispiel, das mit dem Problem des Coins, das wurde nicht behoben, oder wie? Es wurde nur, es konnte vorkommen. Die Sortierung der Begleiter im Outfit-Dialog entspricht nun den Sortierungen in der Begleiterübersicht. Aha. Beim Betrachten anderer Server wurde die Landesflagge in der Versteckrangliste nicht korrekt angezeigt. Dieses Problem wurde behoben. Das klingt aber total nach so Fehlern, die es eigentlich damals hätte schon nicht mehr geben dürfen, ne? Bei den Yuji-Begleitern des Videogames-Specials wurde in der Beschreibung der Special-Fertigkeit irrtümlich 400 Runden angezeigt. Dies wurde mit dem Hotfix behoben. Diverse kleine Fehler wurden behoben. Ja, ich bin mal gespannt. Ich hoffe ja eigentlich sogar drauf, dass sie mal Bescheid geben, dass die HTML-Version nun fertig ist, beziehungsweise fehlerfreier ist. Denn, ehrlich gesagt, ich will von Flashplayer weg. HTML ist für mich keine Alternative, weil die mir total auf die Nerven ging mit ihren Fehlern. Und Hero Zero auf Steam hat mir auch Probleme bereitet. Ständig hatte ich da Ladeprobleme mit dem ganzen Trainingseinheiten und sowas alles, dass ich da nichts mehr machen kann, obwohl ich eigentlich wieder machen könnte. Also es ist schon irgendwie ein bisschen traurig. Das Einzige, was eben halt bei Steam Hero Zero tatsächlich einen Vorteil hat, ist, dass die Donutboxen hier, es gibt ja diese Donutboxen, dass die Donutboxen nicht 9,99 kosten, sondern manchmal auch nur 8 Euro oder so. Also so ungefähr, also es ist billiger definitiv immer wieder mal und manchmal sinkt es sogar Tag für Tag immer weiter ein paar Cent und dann steigt es wieder, das ist wie ein, ne? So, deswegen ist das das Einzige, warum ich das auf Steam habe, aber nicht darauf spiele. So. Gut, aber das sind jetzt erstmal ein paar News. Denkt an den Speed-Server, wenn ihr da Bock drauf habt. Vorregistrieren ist wichtig. Das startet nämlich schon am 29., heute schon der 23. Endet dann aber auch nächsten Monat am 26.08. wieder. Das heißt, ihr müsst wirklich so sozusagen wirklich 4 Wochen Dauer Hero Zero zocken, damit ihr da auch was packt.
Ich weiß nicht, wie das ist, wenn ihr Vorteile habt, wenn ihr da Donuts kauft oder sonst irgendwas. Es wird wahrscheinlich so sein, dass sich einer nach oben kaufen tut oder wie auch immer, wie das da ablaufen wird. Ich bin gespannt. Ich werde es nicht machen. Ich habe nämlich ja diesen und nächsten Monat überhaupt keine Zeit für Hero Zero so extrem spielen zu können. Ich habe nämlich viele Geburtstage. Ich habe selber da in der Zeit Geburtstag. Mein Vater hat in der Zeit Geburtstag und ich bin immer diese Wochenenden nicht da. Das heißt, die Wochenenden gehen mir schon flöten in der Woche. Ja, ich versuche eigentlich weniger zu zocken. Das funktioniert super mit Ark zum Beispiel. Weniger zocken. Hust. Nee, aber es wird schon schwierig für mich überhaupt zu viel zu zocken oder so. Ich habe gestern sogar geschafft, viel zu spielen tatsächlich in Hero Zero und Shakes and Fidget, aber nicht so extrem vollständig. Das ist das Problem. Und deswegen muss ich erstmal gucken, dass ich meinen normalen Spielablauf hier hinkriege, bevor ich auf einen Speed-Server gehe. Auch wenn es da krasse Belohnungen wohl wahrscheinlich geben wird, ziehe ich halt mal den kürzeren. Ist mir egal. Fertig. So, ich wünsche jedem viel Spaß und Erfolg auf dem Speed-Server. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder bei einem anderen Video oder bei wieder Hero Zero. Macht's gut. Tschüss.